Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo, herzlich willkommen. Wir sitzen hier wieder so schön, denn wir wollen weitergehen in den wunderbaren 190 Fragen zur Ehevorbereitung. Genau so ist es. Und heute kommen wir zur Kategorie Nummer 3, die da lautet unsere Familienbande. 14 Fragen zum Thema Familie. Viel Freude. Vorab würden wir uns wieder freuen, wenn Sie diesen Kanal kostenlos abonnieren würden. Aktivieren Sie auch gerne die Glocke, dann verpassen Sie keine weiteren Videos mehr. Und geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben. Ja, unsere Familienbande, die erste Frage der heutigen Folge lautet: Akzeptieren wir die Familien, in die wir einheiraten? Das ist es. Wir heiraten in Familien ein. Das also, darf man nicht vergessen, ne? Ja, ich heirate in deine Familie ein sozusagen. Also ich heirate nicht nur dich, sondern ich verheirate mich in einem gewissen Maße auch mit deiner Familie, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deiner ganzen Verwandtschaft. Ja, es ist so im Grunde, dass meine Eltern mit unserer Ehe einen weiteren Sohn bekommen haben. Ne? Also Eduard ist genauso Sohn wie ihre leiblichen Söhne. Das heißt, ich bin auch eine weitere Tochter für seine Eltern und eine weitere Schwester, ne, für die Geschwister und so weiter und so fort. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Familie auch wirklich akzeptiert. Seine Eltern sind jetzt genauso meine Eltern wie meine eigenen Eltern. Und das bekunde ich vor allem dadurch, dass ich zum Beispiel meine Schwiegereltern auch ganz normal Mama und Papa nenne, so wie ich meine eigenen Eltern nenne. Und sie genauso behandle. Also auch das vierte Gebot meinen Schwiegereltern gegenüber ganz ernst nehme. Ja, liebe Zuschauer, es kann natürlich auch ein bisschen Überwindung kosten, zu den Schwiegereltern Mama und Papa zu sagen. Jeder braucht so ein bisschen Zeit dafür, eventuell auch. Das habe ich auch schon von anderen gehört. Aber das kann man sich auch ruhig austrauen, so wie jetzt von dir gerade die Begründung gehört haben. Und wenn man dann auch Geschwister, neue Geschwister bekommt sozusagen, dass man dann genauso für die Geschwister da ist, wie für die eigenen Geschwister. Das ist ganz wichtig. Und wenn man merkt, dass es mit der anderen Familie, mit der zukünftigen Familie überhaupt nicht klappt, dann muss das auch ernst genommen werden in dieser Vorbereitungszeit auf die Ehe. Weil das kann ein ganz großer Konfliktpunkt werden, auch zwischen den Ehepartnern, wenn es einfach überhaupt nicht mit seiner Familie klappt. Und wenn ich die Familie nicht annehmen kann, wie kann ich dann sagen, ich nehme dich an als meinen Mann, als meine Frau? Ich nehme die Person ja mit dem ganzen Umfeld an. Das könnte natürlich noch eine spätere Frage sein, die erfolgt, das weiß ich jetzt nicht, aber es kann natürlich sein, dass die Ehefrau oder der Ehemann vor die Wahl gestellt wird. Halte ich jetzt zu meinem Ehepartner oder halte ich zu meiner Familie? Ich glaube, das kommt auf jeden Fall gleich nochmal. Das kommt mit Sicherheit gleich auch nochmal. Haben wir die Befürchtung, dass unsere jeweiligen Familien sich in unsere Beziehung einmischen oder Einfluss nehmen wollen? Ja, da sind wir auch schon beim Thema. Was ist die erste Rolle, was ist die zweite Rolle? Was ist wichtiger in einer Ehe? Ist es das eigene Ehepaar oder ist es die Familie, die dahinter steht? Wo sind die Grenzen? Also, wo ist die Grenze zwischen Unterstützung und Rat geben und so weiter und so fort, Rückhalt? Und wo fühlen wir uns schon in unserer Freiheit jetzt so eingeschränkt, dass wir kein friedliches Eheleben führen können? Genau, wo wird sich eingemischt, wo wird vielleicht auch Hilfe angeboten, die letztendlich dann aber keine Hilfe ist für einen? Und wo ist gerade das eine Hilfe? Und da muss man auch dann ehrlich zu sich selber sein. Bin ich zu stolz, das dann anzunehmen? Oder ist es tatsächlich eine Grenze, die überschritten wird? Da muss man ganz ehrlich miteinander sprechen und auch vorher schon den anderen in dieser Hinsicht kennenlernen. Besteht Übereinkunft mit unseren Familien, dass unsere Ehe Vorrang vor den Beziehungen zu diesen hat? Also an erster Stelle steht natürlich immer die Beziehung, die Ehe, das Ehesakrament zwischen Mann und Frau, das Ehesakrament des Ehepaares. An zweiter Stelle stehen dann die eigenen Kinder, denke ich, wenn man dann welche hat. Und an dritter Stelle sollten dann die Familienangehörigen zählen, also die genau. Eltern, die eigenen Geschwister, die ganze Verwandtschaft. Ja. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Das heißt,
wichtig ist natürlich nicht nur, dass das die eigenen, die zukünftigen Eheleute auch so einstimmig, sag ich mal, auch verstehen oder sich da irgendwie auch treffen, sondern auch die Familien. Das muss auch im Vorfeld geklärt werden, wenn man merkt, dass da eine ungesunde Einstellung der Eltern oder Schwiegereltern ist, dann muss das natürlich auch zur Sprache gebracht werden. Man hat ja diese Verlobungszeit auch, um die schon kennenzulernen, und da wird man da schon sich ein Bild von machen. Verlobungszeit ist Prüfungszeit. Nicht nur sich selbst und den anderen zu prüfen, sondern auch die zukünftige Familie. Und da kann man sich als Ehemann oder Ehefrau natürlich auch schon mal die Frage stellen, habe ich mich von meinen Eltern, ganz besonders von meiner Mutter, zu der ich eine ganz besondere Bindung habe durch die Geburt, habe ich mich von denen auch zu einem gewissen Stück losgelöst, um genau. für die Ehe bereit zu sein? Haben wir die Möglichkeit erörtert, dass unsere Familien in negativer Weise auf uns Einfluss nehmen könnten, um uns bei der Lösung von Problemen zu helfen? Ja, ja. Da ist jetzt, das haben wir jetzt eigentlich auch schon angesprochen, ne? Könnte es sein, dass es negative Einflüsse gibt im Sinne von, dass man in irgendwelche Abhängigkeiten gezwängt wird oder dass Hilfestellungen eigentlich kontraproduktiv sind und so weiter. Das muss alles schon vorher bedacht werden. Also Sie merken, Ehevorbereitung ist absolut nüchtern realitätsnah zu vollziehen. Also nicht, oh, ich möchte so ein schönes Kleid aussuchen und dies und das muss alles perfekt sein bei der Hochzeit. Es geht bei der Ehevorbereitung um solche Dinge. Ganz das, nüchtern, ganz genau. Trocken. Diese Möglichkeiten, diese Szenarien einmal durchgehen. Was wäre, wenn? Ja, das ist schon wichtig. Und man kann sich natürlich dann auch die Frage stellen, diese Lösungen, die vorgeschlagen werden von den Schwiegereltern, von den Eltern auf gewisse Probleme, sind das die Dinge, die sie selbst so gelöst haben wollen? Oder und stimmt das auch mit dem überein, was wir als Ehepaar... Was uns wirklich auch dann hilft, ne? Genau. Haben wir von Seiten der Familie oder des sozialen Umfelds Kritik an unseren Eheplänen erfahren? Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, ne? Stehen überhaupt alle zu unserer Entscheidung, dass wir heiraten wollen, ne? Ja, stehen alle dahinter? Oder gibt es Vorbehalte, größere Vorbehalte? Hat es mit der Person an sich zu tun, dass man sie einfach nicht mag? Oder sind das irgendwelche anderen Dinge? Dann muss das alles offen, mit offenen Karten wirklich behandelt werden. Nichts vor dem zukünftigen Ehepartner irgendwie verschweigen, wenn seine zukünftigen Schwiegereltern oder ihre die Person eigentlich gar nicht mögen. Das ist ja unfair, das muss die Person ja wissen. Das muss besprochen werden und... Vielleicht auch dann geklärt, genau, dass man auch sich mit denen zusammensetzt, die einen vielleicht nicht mögen oder die irgendwelche Vorbehalte haben. Ja. Natürlich kann nicht alles geklärt werden und das ist die Realität, dass es eben auch Konflikte bleiben werden und man kann nicht alles vorhersehen. Nein, das geht nicht. Was aber möglich ist, soll natürlich, wenn möglich, schon im Vorfeld irgendwie angesprochen werden. Sind die ökonomische, soziale oder kulturelle Stellung unserer Familien so unterschiedlich, dass sie problematisch für unsere Ehepläne sein könnten? So eine Frage hatten wir in der letzten Folge, glaube ich. In der letzten Folge. Ne? Also angenommen, meine Familie kommt aus einer Unter- oder Mittelschicht unserer Gesellschaft. Und deine Familie ist eine Bonzenfamilie, eine Familie, die sehr reich ist und vielleicht auch mehrere hunderttausend oder Millionen Euro auf dem Konto hat, dann sind die sozialen Unterschiede und auch die ökonomischen und vielleicht auch kulturellen Unterschiede sehr groß und dann, natürlich kann man dann heiraten, so ist es nicht, aber man muss das nochmal zur Sprache bringen und klären. Ja, könnte es da später Probleme geben? Genau. Und dass dann eben auch die Familien, ob die Familien dann das trotzdem befürworten oder tolerieren. Genau, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, also vielleicht wollen die Familien ja, dass man in gleichgesinnte Familien, was das Umfeld angeht, einheiratet. Fühlen wir uns belastet, wenn die Familie von den künftigen Schwiegerkindern erwartet, viel Zeit mit ihnen zu verbringen? Muss man ganz ehrlich sein, ne? Wie viel ist noch angenehm für einen? Ja gut, ich sag mal, die Schwiegereltern haben natürlich ein sehr gutes Recht darauf, auch Zeit mit uns als Ehepaar zu verbringen und mit unseren Kindern. Und da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Man muss natürlich immer gucken, wo ist so die Grenze, was ist so richtig, was die Zeiten angeht. Mhm. Übertreibt man es vielleicht ein bisschen oder
macht man auch gewisse Kompromisse mit den Eltern und Schwiegereltern, spricht das vorher mit denen ab. Und dass man halt als Ehepaar auch schon weiß, als zukünftiges Ehepaar, dass man da wenigstens auch einer Meinung ist, ne? Weil das ist auch wichtig. Sind wir da in dieser Hinsicht gleich eingestellt? Genau. Können wir uns erstmal einigen? Weil wenn wir uns einigen, dann können wir auch Konflikte mit den Eltern und Schwiegereltern angehen. Da kann man dann auch wirklich konkrete Zahlen irgendwie schon besprechen, ne? Was wäre für dich noch angenehm? Welcher Zeitraum und so weiter und so fort? Die Häufigkeit in der Woche, im Monat, wie auch immer. Genau. Siebenmal die Woche. Ja. Oder 14-mal die Woche. Das muss man ja vorher vom Partner wissen. Wie ist der da eingestellt? Vielleicht will er jeden Tag zu den also zu den eigenen Eltern. Wie ist seine Sicht der Dinge? Da muss ich auch dann sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Und das ist wichtig, das vorher schon zu klären. Fühlen wir uns von unseren künftigen Schwiegereltern wirklich angenommen? Mhm. Ja. Also wirklich, wirklich angenommen. Das hatten wir gerade schon. Als eigenes Kind, was neu dazukommt. Zwar nicht leiblich, aber im geistigen Sinne durch das Sakrament der Ehe. Fühlen wir uns wirklich angenommen? Mit den Schwiegereltern, die wir schon kennengelernt haben in der Ehevorbereitungszeit. Wie ist das Gefühl bei mir? Ja, das muss man sich einfach mal selber fragen und das muss man dann auch mit dem Ehepartner besprechen. Mhm. Ja, diese Fragen sind natürlich nicht immer auf Lösungen ausgerichtet. Viele Dinge werden sich nicht sofort lösen können und auch jetzt in so einem Punkt vielleicht brauchen die Schwiegereltern noch länger Zeit und vielleicht wird es sich ja auch in Zukunft dann tun. Aber wichtig ist, diese Dinge müssen auf jeden Fall ausgesprochen werden und der andere Part sollte auch dann versuchen zu schauen, dass der andere angenommen wird. Alles, was irgendwie möglich ist von sich aus. Missfällt mir die Haltung meines künftigen Ehepartners in Bezug auf unsere Familien? Ja, wenn ich merke, dass mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin irgendwie abwertend zu denen ist oder irgendwie ablehnend, sage ich jetzt mal, nicht herzlich oder keinen Respekt hat. Ja. Oder einfach nicht klarkommen mit meinen Eltern, mit meinen Schwiegereltern. Dann ist das jetzt der Raum und der Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ne? Also, und auch offen zu sagen, ich finde das nicht gut und ich mache mir Sorgen, ob du in Zukunft die dann als Familie annehmen kannst, wenn du jetzt schon so mit denen umgehst. Und wirklich genau sagen, was einen stört. Der andere merkt das nämlich manchmal vielleicht gar nicht, weil der vielleicht irgendwie Verletzungen von früher mit sich herumträgt und deshalb so ist. Das kann natürlich schmerzhaft sein, die Sachen konkret anzusprechen, für einen selbst, aber auch für den anderen, das ist so. Aber ich sag mal, besser, man klärt das direkt und frühzeitig, als wenn das später nochmal irgendwie zu einem größeren Problem wird. Genau. Akzeptieren uns unsere Familien als künftiges Ehepaar? Haben wir eigentlich jetzt auch schon geklärt, ne? Das ist das. Also sind die auch, befürworten sie unsere Ehepläne, ne? Wird unsere religiöse Bindung und Praxis von unseren Familien akzeptiert oder abgelehnt? Ja, da kommen wir schon so ein bisschen in die Richtung. Sind die beiden Personen, die künftig heiraten wollen, von der Religion her, von der Glaubenspraxis her gleichgesinnt oder komplett verschieden? Beziehungsweise die Eltern. Beziehungsweise auch die Eltern. Oder die Familien, meine ich jetzt, ne? Genau. Ich denke, dazu wird es noch eine spätere Folge geben, wo das nochmal im Detail besprochen wird. Ja, aber hier geht es vor allem jetzt um die Familien. Sind die gleich religiös ausgerichtet? Und wie finden die das? Finden die das die zu wenig oder zu viel? Dann unter dem Stichwort fanatisch oder so, ne? Übertreibt man es damit sozusagen? Oder macht man zu wenig? Da muss das vorher schon angesprochen werden, weil man möchte ja auch dann die Kinder in diesem Glauben erziehen. Und wenn dann die Familien das gar nicht gut finden, weil die meinen, ja, die machen dann so eine Sekte aus der Familie, das sind dann kommende Konflikte, die müssen schon gesehen werden im Vorfeld. Genau. Oder zumindest für möglich, als möglich erachtet werden. Und gerade dann, wenn eine Person des Ehepaares glaubenspraktizierend ist und die andere nicht, ja, dann ist das natürlich eine Sache, die früher oder später zum Thema wird. Dass, wenn beide nicht praktizierend sind, dann wird das wahrscheinlich nie ein Thema sein. Ja, aber dann wird man wahrscheinlich auch nicht unbedingt kirchlich heiraten. Oder vielleicht doch, was dann aber natürlich nicht gut ist. Ja. Denn man sollte erstmal sich richtig vorbereiten und schauen, was bedeutet die Ehe? Das ist ein Sakrament, das kann man nicht einfach so in Anspruch nehmen.
Genau. Was leider aber geschieht. Ja, mache ich das nur für die Show, für das Drumherum oder weil andere es wünschen von uns? Ja. Versucht man Einfluss auf uns auszuüben, dass wir heiraten oder dass wir nicht heiraten sollen? Ja. Die Heirat ist etwas, das muss absolut aus freien Stücken geschehen. Wo irgendwie Zwang dabei ist, ist es dann absolut Alarmsignal, dann lieber erstmal damit warten, solange eben eine Zwangssituation noch vorliegt, weil so geht das nicht. Kann das nicht auch theoretisch ein späterer Grund für eine Annullierung sein, wenn man gezwungen wurde zu heiraten? Ja, deshalb. Ja, also wirklich, das Ehepaar selbst muss es wollen. Und es darf da keinen Druck von den Eltern kommen. Genau. Vor allem zu heiraten, der Druck. Weil zum Beispiel ein uneheliches Kind unterwegs ist. Ganz schrecklich, dass da dann eben Eltern sagen, dann heiratet schnell. Das darf kein Grund zur Heirat sein. Das ist so, ne? Also ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen mehr ausführen, weil ich denke, viele denken, das wäre gerade dann ein Grund zu heiraten. Aber kirchlich, das ist dann unter Zwang. Das geht so nicht. Ist im Prinzip so, oder? Dann sollte man sich lieber nochmal mehr die Zeit nehmen und drüber nachzudenken, wollen wir wirklich heiraten? Ist das überhaupt der Partner, den Gott für mich auserwählt hat? Deshalb, dass man das eben nicht sein Leben lang dann bereuen wird, ne? Genau. Und deshalb, das ist immer ein Alarmsignal. Immer wenn irgendwie Zwang dabei ist, dann ist das absolut nicht gut. So ist es. Kommen wir zur vorletzten Frage. Gibt es Elemente innerhalb der Familien, die uns oder unseren Kindern schädlich werden können? Das ist natürlich, wir haben jetzt über diese religiöse Ebene gesprochen. Das könnte ja sein, dass zum Beispiel die Familien irgendwie eben nicht religiös eingestellt sind oder wirklich schlimme Dinge tun, also sündhafte Dinge. Zum Beispiel absolut tief in der Esoterik oder im Okkultismus verstrickt sind. Oder Suchtproblematik innerhalb der Familie. Ja, genau, das kommt dann natürlich dann auch, solche Sachen, die eher die irdische Ebene betreffen, ne? Genau. Gewalttätigkeiten, das ist ein großes Feld, da gibt es viele Möglichkeiten, was einen gefährden kann. Und das muss dann auch vorher klar sein. Das heißt, das ist dann spätestens der Zeitpunkt, dass wir unserem Partner von solchen krassen Familienproblemen auch beichten. Weil der das oder sie das ja wissen muss. Genau, hier geht es natürlich um offensichtliche Dinge, von denen man weiß als Person. Es kann natürlich immer sein, dass gewisse Dinge in der Familie da sind, von denen man selbst noch nichts weiß. Ja, dafür kann man da nichts, ne? Genau. Wenn man es da nicht sagt. Oder von denen man nichts ahnt und dann wird das natürlich später zum Thema werden, zwangsläufig. Ja, darum geht es jetzt nicht. Es geht um Dinge, die wirklich klar sind. Das muss man dem anderen auf jeden Fall mitteilen, damit er Bescheid weiß. Ja. Sehen wir Probleme von unseren Familien, finanzielle Hilfen zu erhalten? Oha, jetzt geht's um Kohle. Ja, das ist natürlich nicht jetzt nur auf die Hochzeit an sich, ne, auf die Hochzeitsfeier bezogen, sondern auf das ganze Leben, aber das ist dann natürlich das Erste an gemeinsamen Ausgaben, die man hat. Die Feier und natürlich die Einrichtung einer Wohnung, ne? Dass man irgendwie einen gemeinsamen Anfang hat und zusammenlebt und so weiter. Das ist auch, man denkt, ja, Geld, das ist doch voll materialistisch, oberflächlich, bliblablub, das gehört auch dazu. Man muss auch über Geld gesprochen haben. Dafür wird es eine eigene Kategorie noch geben. Aber das wird die nächste Folge sein. Achso, ja. Seien Sie gespannt. Also ist das schon mal ein guter Übergang, dass wir die letzte Frage hier jetzt schon mit Geld haben. Aber das ist wichtig, dass man auch schon vorher weiß, wie ist die Einstellung der Familien? Werden die uns auch unterstützen, wenn wir in Not sind? Oder ja, da hat der andere ein Recht darauf, es zu erfahren. Das war's mit der heutigen Folge Familienbande. Bis zum nächsten Video wünschen wir Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.